Ja, mal wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Ja, man sieht wieder, es blitzt und blinkt. Wir haben wieder einige Teile vom Verchromen fertiggestellt. Wir haben jetzt über 90 Teile hier allein von einem Mercedes und dann natürlich noch entsprechende Schutzverkleidungen und Schutzbleche vom Motorrad, irgendwelche Abdeckblenden, Seitendeckel und so weiter, die jetzt wieder fertig sind. Und ja, man sieht, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, bekommt man seine Teile von Schwarz- oder Blankkunststoff dann so hochglänzend verchromt wieder. Ich betone nochmal, das ist keine Stift- und Tampongalvanik-Arbeit, weil das ist blanker Kunststoff. Den mit einem Silber- oder Kupferleitlack entsprechend so auf Hochglanz zu bringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch solchen Kunststoff galvanisch nachträglich zu verchromen, geht auch nicht, weil viele Kunststoffe einfach für die Galvanik nicht geeignet sind. Wir haben ein spezielles Verfahren, das ist auch keine Verspiegelungstechnik, die dann irgendwann mal sehr anfällig wird mit diesem Schutzlack und vergilben, sondern das ist eine ganz tolle Technik, die unter Vakuumplasma stattfindet. Und weil es so begehrt ist, haben wir ja hunderte von Teilen in Auftrag und deshalb ist die Wartezeit, die Bearbeitungszeit auch etwas länger. Aber wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, sieht es dann letztendlich so aus. Ja, also das Ergebnis spricht für sich. Und es ist genauso korrosionsbeständig und genauso hart wie die galvanische Verchromung. Natürlich ist so, dass der eine oder andere Kunststoff in der Anlage reagiert, sprich jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen mitbringt, aber wir versuchen wirklich jedes Teil so herzurichten und so herzubringen, auch wenn es einen mehrmaligen Anlauf bedarf, dass es dann so aussieht, dass man auch von einer vernünftigen und einer ordentlichen Verchromung reden kann. Deshalb müssen wir einige Schritte vielleicht auch manchmal mehrfach machen, was für den Kunden jetzt keinen weiteren Kosten mit sich bringt, aber letztendlich dann halt immer wieder Zeit und Aufwand kostet. Wer sagt, möchte ich auch, ich möchte auch gern meine Sachen verchromen lassen, bitte immer Fotos und Maße per E-Mail an info@betzmann-galvanik.de. Hier nochmal die Internetseite betzmann-galvanik.de und mir bitte dann per E-Mail dann Fotos und Maße zukommen lassen, damit ich dann auch ein Angebot machen kann. Wie gesagt, Schnellschuss aus der Hüfte, was kostet es oder gibt es pauschale Preisliste, kann man in der Regel nie machen, weil jedes Teil dann doch eine andere Vorarbeit benötigt. Ja, haben wir jetzt noch schadhaften Chrom drauf, muss entrostet werden, muss es poliert, muss es geschliffen werden. Ist es Kunststoff? Welche Art von Kunststoff? Wie ist die Formgebung? Ja, wie hier, dass man einfach das abschätzen kann. Ja, wie ist die Form? Was muss man machen? Muss man noch was abkleben? Das sind alles Dinge, die sagt immer ein Foto aus. Ja, ein Foto, Meterstab daneben, damit man einfach weiß, wie groß sind die Teile, wie sieht das Ganze aus. Ja, und dann kann man hier mit so einem verchromten Stück durch die Welt fahren. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht allzu stressen von diesem Coronavirus. Wascht euch gescheit die Hände und genießt das Leben. Das ist das Allerwichtigste.